Ich gehe mal weiter nach Gilserberg zu Friedrich Otto. Der Name bricht hier ein bisschen ab auf meinem Bildschirm. Stellen Sie sich selbst vor, bitte. Mein Name ist Friedrich Otto aus Gilserberg. Die Frau Pohl war mal Redakteurin meiner Heimatzeitung der ANA. Meine Frage ist, warum wählen Frauen Trump, obwohl viele seiner Aussagen frauenfeindlich sind? Klare Frage, auf die wir eine Antwort geben können?